Choplifter ist so ein altes, bekanntes Spiel, das schon einen Kultstatus hat. Wie es bei solchen Marken üblich ist, werden diese natürlich auch auf andere Systeme portiert. Die letzte Iteration dieser Serie erschien sogar 2012 das letzte Mal. Aber wie spielt sich die Serie auf den Gameboy? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Choplifter 2 für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Beam Software entwickelt und 1991 weltweit veröffentlicht. Bei uns war der Publisher JVC Musical Industries Inc. Die Basis für das Spiel bietet natürlich das alte Spiel Choplifter von 1982, das auf allen gängigen Systemen der Zeit veröffentlicht wurde. Das Spiel folgt natürlich der ursprünglichen Vorlage. Das heißt, ihr navigiert mit einem Helikopter in unterschiedlichen Levels, bekämpft Gegnern, weicht Hindernissen aus und euer Ziel ist es, Kriegsgefangene zu retten. Dieses tut ihr, indem ihr einfach neben den kleinen Männchen landet und schon laufen diese auf euch zu und steigen ein. Problem ist natürlich, dass ihr dort auch sehr verwundbar seid, während ihr wartet. So steht immer ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Gegnern. In jedem Level habt ihr eine bestimmte Anzahl an Soldaten, die ihr retten müsst. Allerdings könnt ihr nicht einfach so im Level frei rumfliegen, alle einsammeln und dann einfach zurückfliegen. Da der Platz nämlich im Hubschrauber natürlich begrenzt ist, müsst ihr mehrmals hin und her fliegen. Die Grundlagen sind also wie bei einem Arcade-Spiel üblich einfach, aber natürlich schwer in der Ausführung. Das liegt hier allerdings nicht nur an den Gegnern und dem allgemeinen Spielablauf. Die sind zwar mit Panzern, Flachs und so weiter nicht super kreativ, aber immerhin sehr passend. Nein, es ist die etwas unrunde Gestaltung der Levels. Die sind nämlich meiner Ansicht nach die Hitboxen nicht immer sehr gut. Ihr müsst teilweise sehr genau, also pixelgenau in eine Bucht fliegen, um dort zu landen. Problem ist jedoch, werdet ihr getroffen oder berührt ihr ein Haus oder einen Baum oder ähnliches, verliert ihr ein Leben. Sehr stabil ist der Heli anscheinend nicht gebaut. Abgesehen davon bietet euch die Umgebung jedoch viel Abwechslung, müsst ihr teilweise Höhlensysteme durchfliegen oder seid auf See unterwegs und müsst U-Booten mit ihren Raketen ausweichen. Aber das große Problem meiner Meinung nach an dem Spiel ist die Steuerung. Ihr könnt nämlich euren Hubschrauber in drei verschiedene Richtungen lenken. Einmal nach links, rechts und zur Mitte, also zu euch schauend. Für die Navigation in den Levels ist dieses nicht so wichtig, aber umso mehr beim Schießen. Der Heli schießt nämlich immer logischerweise in die Richtung, in die ihr gerade schaut. Wenn ihr über einer Flak schwebt und diese unter euch beschießen wollt, müsst ihr also in die mittlere Position. Soweit, so gut. Leider könnt ihr jedoch die Richtung nicht per Knopfdruck ändern, sondern durch kurzes Tippen auf das Steuerkreuz. Das ist dann leider sehr fummelig geworden und vor allem diese mittlere Stellung verliert man schnell unabsichtlich. Das kann jetzt besser gelöst werden und macht die Kämpfe teilweise echt unnötig kompliziert. Abgesehen davon gibt es dann noch verschiedene Waffen, die ihr für eine begrenzte Nutzungsanzahl aufsammeln könnt. So könnt ihr zum Beispiel das fummelige nach unten schießen vermeiden, indem ihr einfach die eingesammelten Bomben benutzt. Um euren Fortschritt zu speichern, gibt es zum Glück ein Passwortsystem. Die grafische Gestaltung geht dabei voll in Ordnung. Ihr dürft hier natürlich hier keine super detailreiche Umgebung erwarten, aber euch wird hier immerhin hier viel Abwechslung geboten. Der Sound, der ist einfach nur da. Die Musik untermalt alles passend, aber erwartet hier jetzt keine Meisterwerke, aber das braucht es ja auch nicht. Was taugt Choplifter 2 für den Gameboy also heute noch? Ich bin etwas zwiegespalten bei dem Spiel. Es ist ein klassisches Spielprinzip, welches zeitlos ist, jedoch fehlt es in meinen Augen hier und da etwas an Feinschliff oder anderen Entscheidungen. Die Steuerung ist in meinen Augen hier der schlimmste Punkt, wobei man sich daran natürlich auch gewöhnen kann. In meinen Augen eine okaye Arcade-Umsetzung, aber nicht mehr. Kann man spielen, man hat jetzt aber sonst auch nichts wirklich verpasst. Das war der Test zur Choplifter 2 für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.